Zum Thema Reflexion an einem sphärischen Spiegel aus der geometrischen Optik. Ein sphärischer Spiegel bedeutet ein Kugelspiegel, das heißt, der Spiegel ist ein Teil von der Oberfläche einer Kugel. Der spiegelnde Teil ist hier hellblau eingezeichnet. Beginnen wir mit etwas Wortschatz. Dieser Punkt C, das ist der Mittelpunkt von der Kugel. Dieser Punkt F ist der Mittelpunkt von diesem Radius und diesen Punkt F nennen wir Brennpunkt. Diese Gerade CF heißt optische Achse des sphärischen Spiegels. Diese Distanz von F bis zum Spiegel, das heißt die Hälfte vom Radius, nennen wir die Brennweite. Dieser Lichtstrahl verläuft parallel zur optischen Achse, deshalb nennen wir diesen Lichtstrahl einen Parallelstrahl. Dieser Lichtstrahl verläuft durch den Brennpunkt und deshalb heißt er Brennstrahl. Dieser Lichtstrahl verläuft durch den Mittelpunkt der Kugel und deshalb heißt er Mittelpunktstrahl. Hier zeigt die reflektierende Seite von dem Kugelspiegel nach außen. Nochmal diese Begriffe. C ist der Mittelpunkt der Kugel, F ist der Brennpunkt des Spiegels, das ist genau die Mitte von diesem Radius. Die Gerade CF heißt optische Achse. Diese Distanz klein f, das heißt die Hälfte vom Radius, nennen wir Brennweite. Dieser Strahl R1 verläuft parallel zur optischen Achse, deshalb heißt er Parallelstrahl. Dieser Lichtstrahl R2 verläuft in der Verlängerung durch den Brennpunkt F. Deshalb nennen wir ihn Brennstrahl. Und dieser Strahl R3 verläuft in der Verlängerung durch den Mittelpunkt der Kugel. Deshalb nennen wir diesen Lichtstrahl Mittelpunktstrahl. Hier untersuchen wir das Spiegelbild von einem Objekt an einem konkaven sphärischen Spiegel. Ein konkaver sphärischer Spiegel ist geformt durch die Innenfläche einer Kugel. Vor diesen Spiegel setzen wir ein Objekt, zum Beispiel da. Wir werden jetzt das Spiegelbild von diesem Objekt konstruieren. Dazu zeichnet man zuerst einen Parallelstrahl, der den höchsten Punkt des Objektes enthält, also so. In einem konkaven sphärischen Spiegel wird ein Parallelstrahl R1 reflektiert als Brennstrahl R2. Wir zeichnen auch die Verlängerung von diesem Brennstrahl R2 hinter dem Spiegel. Jetzt konstruieren wir einen Brennstrahl R3 und in einem konkaven sphärischen Spiegel wird solch ein Brennstrahl R3 reflektiert als Parallelstrahl R4. Von diesem Parallelstrahl konstruieren wir ebenfalls die Verlängerung hinter dem Spiegel bis zum Schnittpunkt mit der anderen Verlängerung, also bis da. Ein Mittelpunktstrahl R5 wird auf sich selbst reflektiert und wird so als Strahl R6 reflektiert. Deshalb wird der Mittelpunktstrahl CF auf sich selbst reflektiert, was bedeutet, dass das Bild von diesem Punkt im Spiegel ebenfalls auf der optischen Achse liegen muss und daraus schließen wir, dass das Spiegelbild sich hier befinden muss. Wir stellen also fest, betrachtet man das Bild von diesem Objekt im Spiegel, so sieht man, dass das Spiegelbild größer ist als das Objekt.
Genau aus diesem Grund werden konkave sphärische Spiegel eingesetzt. Konkave sphärische Spiegel werden oft eingesetzt, um Objekte größer erscheinen zu lassen, wie zum Beispiel an solch einem Kosmetikspiegel. Wenn man sich von solch einem Kosmetikspiegel entfernt, so sieht man auf einmal sein Bild kleiner und mit dem Kopf nach unten, das heißt kleiner und umgedreht. Das wollen wir hier überprüfen. Wir setzen zum Beispiel das Objekt links vom Mittelpunkt des Spiegels. Dieser Parallelstrahl R1 wird reflektiert als Brennstrahl R2. Dieser Brennstrahl R3 wird reflektiert als Parallelstrahl R4. Und das Bild von diesem Objekt muss sich befinden an diesem Schnittpunkt. Also hier. Und wir erkennen effektiv, dass das Bild kleiner ist als das Objekt und auch noch umgedreht. Wir werden hier das Bild von diesem Objekt durch diesen konvexen sphärischen Spiegel konstruieren. Ein Parallelstrahl R1 reflektiert sich als Brennstrahl R2. Die Verlängerung von diesem Strahl hinter dem Spiegel enthält effektiv den Brennpunkt F. Ein Brennstrahl R3, wir sehen, dass die Verlängerung effektiv den Brennpunkt enthält, reflektiert sich als Parallelstrahl R4. Wir konstruieren auch die Verlängerung von diesem Strahl R4 hinter dem Spiegel bis zum Schnittpunkt mit dieser Verlängerung, Schnittpunkt, den wir hier festhalten. Das Bild von diesem Objekt in diesem Spiegel muss sich also hier befinden. Wir sehen, dass das Bild kleiner ist als das Objekt. Jemand, der also in diesen Spiegel schaut, sieht dieses Objekt verkleinert. Und genau dazu nutzt man solche konvexe sphärische Spiegel. Man nutzt sie, um Objekte kleiner erscheinen zu lassen, wie auf diesem Spiegel, und um das Sichtfeld so zu vergrößern. Hier haben wir einen Parabolspiegel mit seinem Scheitelpunkt S, seinem Brennpunkt F und seiner optischen Achse Fs. Jeder Parallelstrahl wird durch solch einen Parabolspiegel reflektiert als Brennstrahl. Das heißt, der reflektierte Strahl von egal welchem Parallelstrahl enthält immer den Brennpunkt F. Das ist nicht ungefähr. Das ist ganz genau, denn diese Paraboleigenschaft kann man mathematisch beweisen. Und diese Eigenschaft nutzt man auch zum Beispiel in den Scheinwerfern von solch einem Auto, die parabelförmig sind. Man setzt die Glühbirne am Brennpunkt der Parabel und jeder Lichtstrahl, der von dort ausgeht, wird durch den Parabolspiegel reflektiert als Parallelstrahl, somit scheint das Licht schön nach vorn. Übrigens so ungefähr sah mein erstes Auto aus. Wir konstruieren jetzt den Kreis
der den Scheitelpunkt S der Parabel enthält und diesen Punkt C als Zentrum hat. Wir konstruieren auch den Mittelpunkt M von diesem Radius CS. Ich werde jetzt die Parabel so verstellen, dass sie sich schön hier an dieser Kreislinie anschmiegt und wir beobachten, was der Brennpunkt F macht. Die Parabel nähert sich hier dieser Kreislinie und gleichzeitig nähert der Brennpunkt F der Parabel sich diesem Mittelpunkt M. Wir können also hier sagen, dass die Parabel praktisch mit dieser Kreislinie hier übereinstimmt, wenn wir nicht zu weit weg vom Scheitelpunkt sind, und dann ist der Brennpunkt der Parabel genau der Mittelpunkt von diesem Radius. Jetzt stelle ich das so ein, ungefähr ab da stimmt die Parabel mit dieser Kreislinie überein. Ich hinterlege dem Punkt jetzt eine Spur und ziehe dran. Ungefähr von da bis da stimmt der Parabolspiegel mit diesem sphärischen Spiegel überein. Ich blende mal beide aus. So. Wir haben also hier diesen sphärischen Spiegel, bei dem jeder Parallelstrahl als Brennstrahl reflektiert wird und der Brennpunkt stimmt mit dem Mittelpunkt M vom Radius dieser Kreislinie überein. Wie gerade gesehen, wird ein Parallelstrahl durch einen konkaven sphärischen Spiegel nur dann durch den Mittelpunkt M vom Radius reflektiert, wenn wir ein kleines Stück von der Kugel nehmen. Weil ein Parallelstrahl nur durch den Brennpunkt reflektiert wird, wenn die Krümmung des Spiegels sehr gering ist, aber auch um die Berechnungen zu vereinfachen, modellieren wir einen konkaven sphärischen Spiegel durch diese Zeichnung. Wir werden also solch eine Zeichnung in den nächsten Tutorials einsetzen. Aus denselben Gründen modellieren wir einen konvexen sphärischen Spiegel durch diese Zeichnung.